Ja, herzlich willkommen bei Wer will Cloud.com. Jetzt kommt ein kleines Wickelvideo. Es kommen im Anschluss noch einige Erklärungen dazu. Ich sage am Anfang, dass ich hier eine Pufferwicklung machen möchte mit zwei Glasfaserschnüren. Die habe ich dann leider irgendwie zwischendurch vergessen. Das erwähne ich auch nochmal. Das ist jetzt eine ganz normale Einfachwicklung mit 2,75 Ohm. Hier habe ich jetzt gerade eine höhere Wicklung drin, da bin ich bei fast 4,5 Ohm und betreibe das mit 6 Volt. Auch das ist die Pufferwicklung, die gefällt mir wirklich am besten. Gesehen hatte ich sie, so wie ich das auch mehrmals im Video erwähne, bei iGetcha. Da ist für mich einfach ja, der beste Geschmack. Ich finde es so einfach wirklich super. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Wickeln. Ja, nochmal so ein bisschen nebenbei. Hier kann man schön den Riss sehen. Einmal komplett rum. Man sieht, die Schraube sitzt ja ein bisschen höher. Hat das sicherlich befestigt, aber es ist ja nicht beim Befestigen gerissen, sondern es hat irgendwie nachträglich im Gerät geknackt. Da nun keine beweglichen Teile dran sind, weiß ich nicht, wo da die Oberflächenspannung hergekommen ist, eventuell schon vom Festdrehen. Aber man muss ihn ja auch festdrehen, ansonsten hat man nachher unten einen schiefen Pol. Also bleibt einem nichts anderes übrig. Man kann hier auch sehen, das ist fest angezogen. Das sieht man an dem gequetschten Ring. So hatte ich ihn aber auch geliefert gekriegt. Deswegen habe ich ihn auch so wieder angezogen. Ich hatte ihn genau aus diesem Grund vorher noch mal ein bisschen lockerer. Und dann war das tatsächlich so, dass unten drinne in der Base der Pol komplett schief hing. Und ich das Ganze halt noch mal wieder auseinanderbauen musste. So, zum Wickeln haben wir einmal den Kanthaldraht. Hier ist es der etwas dünnere. Dann haben wir den No Resistant. Das ist der, der den Strom leiten soll, der unten auch befestigt wird. Und dann haben wir halt die Glasfaserschnur. Ich habe mir hier einfach so ein kleines Maßband genommen zum Abmessen der einzelnen Stücke. Bei dem No Resistant nehme ich zwischen 8 und 10 Zentimeter, das heißt, ich halte den hier oben dran, gehe dann bis 9 hoch und cutte ihn da dann praktisch. Das habe ich hier schon mal vorbereitet, im Endeffekt auch für alle drei Videos habe ich 3 mit 9 cm, also 9,5 und für die andere Seite, wo man das oben an der Schraube befestigt, habe ich 8, einfach um auch ein bisschen sparsam zu sein. Ja, was man auf jeden Fall bedenken sollte, das ist, dass man sich genug von den Widerständen, Nicht-Widerständen und von der Schnur bestellt. Denn wenn man sieht, dass man pro Wicklung ca. 20 cm von dem No Resistant braucht, dann habe ich halt bei 5 Wicklungen den 1 Meter aufgebraucht. Läuft nochmal eine schief, habe ich nur 4 Wicklungen. Da kann man vielleicht versuchen, den Draht weiter zu verwenden, aber das kommt darauf an, wo die Wicklung schief läuft. Hier habe ich nochmal den Kanthaldraht. Das ist hier bei mir, nehme ich mal an, 0,13er. Der ist sehr fein. Da gehe ich meist bei, nehme so ca. 1 cm, wo ich das abknicke. Das kann man hier ganz schön sehen. Gehe dann mit dem Maßband bei. Setzt das bei den 2,5 cm an, weil das ist ja die Strecke, die ich nachher als Widerstand haben möchte, halte den hier fest, gehe bis zum Ende, markiere das mit dem Daumen und knick da ab und auch 1 cm circa, das sind, ich gucke nochmal genau nach, das sind bei mir 1,4, da merke ich mir da abschneiden. Das schneide ich dann ab. Auch das habe ich hier schon vorbereitet.
vorbereitet und habe hier praktisch das schon mal fertig mit der Brücke. Die Stege hier unten sind die, die ich nachher mit dem No-Resistant, mit dem Nicht-Widerstandsdraht umwickel. Und das hier oben ist dann mein Verdampferwiderstand, die Strecke, denn das wird ja nachher abgedeckt. So, ich sehe gerade, ich habe hier auf nicht spiegelverkehrt. Das wird für mich ein bisschen schwierig. Ich schalte einfach nochmal um. So, ich habe dann jetzt hier einmal die Base, da ist auch unten nachher der Pool, der rauskommt. Dann haben wir hier einmal den Tank, das Mundstück mit Flussregulierung, die Abdeckkappe vom Tank, ein O-Ring und den Abschluss und natürlich die Verdampferkammer. Habe hier jetzt zwei Stücke Glasfaserschnur, weil ich, da hat man mich darauf aufmerksam gemacht, das nennt sich Pufferwicklung, nehmen werde. Das ist die, die mir jetzt am besten gefallen hat. Das heißt, ich habe hier einmal ein 7,5 bis 8 cm langes Stück und einmal ein 3 cm langes Stück. Dann habe ich hier die beiden Drähte ohne Widerstand und einmal den Widerstandsdraht mit der 2,5 cm langen Strecke und fange dann einfach an, dass ich den Nicht-Widerstand und den Widerstandsdraht miteinander verbinde. Das mache ich einfach so, dass ich hier beigehe. Diese Wicklung habe ich übrigens bei iGetcher gesehen. Da ist das Video auch sehr gut. Allerdings verstehe ich den leider so gar nicht. Das hat mit seinem Slang zu tun. Das rollt alles sehr. Das kriege ich mit meinem Schulenglisch gar nicht auf die Reihe. Halt die oben schön zusammen. Unten mache ich es ein bisschen auseinander, damit ich das anfassen kann zum Zwirbeln. Und verzwirbel das dann schön gründlich. Sieht dann praktisch so aus. Und oben habe ich einen leichten Übergang. So, hier meine Widerstandsstrecke. Jetzt nehme ich den und knicke den oben ein bisschen um. Halt das praktisch hier fest. Und fange an, den Nicht-Widerstandsdraht um die verzwirbelten Stücke zu wickeln. Das mache ich schön eng. Kann das auch so machen. So, das Stück, das reicht mir auf jeden Fall schon. Ich hoffe, dass das nicht schon zu viel war und schneide hier einfach den Rest von dem gedrehten Steg weg und nehme den dann schön runter. Das ist unser erster Anschluss. Das sieht jetzt praktisch so aus. Jetzt drehe ich das Ganze um, nehme die zweite Strecke und den zweiten Draht. Der ist jetzt hier bei mir wesentlich länger, das ist einfach ein Reststück noch gewesen. Setze unten das Ende an, so dass die schön übereinander liegen. Halte den oben am Knick fest zusammen. Und fange auch hier an, das ordentlich miteinander zu verdrehen. So,
Das sieht aus wie auf der anderen Seite. Jetzt nehme ich den Nichtwiderstandsdraht oben und knicke den praktisch um. Halt dann hier oben schön fest und fange auch hier an, den Steg schön zu entwickeln. Das Stück reicht mir schon und schneide den Rest ab. Das hat so ein bisschen den Vorteil, dass ich nur oben ein dickeres Stück Leitung habe. Das soll ja auch nur festhalten und unten dann schon den schönen dünnen Draht, nachher um das im Keramiktöpfchen in der Leitungsführung verschwinden zu lassen. So, im Endeffekt ist das jetzt soweit fertig. Hier oben ist immer noch meine Widerstandsstrecke zum Wickeln mit 2,5 cm. Und hier habe ich die beiden Anschlüsse. Jetzt nehme ich das Keramiktöpfchen. Lege ich einmal die Schnur oben rein, so ein bisschen mittig. Ziehe sie mal so ein bisschen runter, dass sie praktisch oben so zwei kleine Knicke kriegt, die ich mir jetzt merken kann, dass bis dahin die Verdampferkammer, die Aufnahme von der Schnur geht. Und nehme jetzt praktisch meinen Widerstand, lege den direkt an dieser Kante an und beginne mit den Wicklungen. Die mache ich hier jetzt einigermaßen eng, weil das ja 2,5 cm sind. Ich gucke dann zwischendurch nochmal, wie viel Platz ich in dem Töpfchen habe, von da, wo ich angefangen habe zu wickeln. Das ist dann praktisch hier, das merke ich mir jetzt. Ziehe die Wicklung hier noch mal ein bisschen zusammen und verwickle den Rest bis zu der Stelle, die ich mir jetzt gemerkt habe. So, und bin damit praktisch fertig. Nehme das Keramiktöpfchen, lege ich die Wende oben auf und guck, ob das alles so richtig passt. Das sieht hier gut aus. Jetzt nehme ich die Drähte und buxiere sie in die Leitungsführung ein. Das mache ich auf beiden Seiten. Ziehe das nochmal einigermaßen stramm, dass es auch schön sitzt. Halt das unten ein bisschen fest und lege schon mal probeweise die Schnur oben drüber. Das ist dann so in Ordnung. Ja, und jetzt nehme ich den ein bisschen hoch. Das ist der, der nachher oben mit der Schraube befestigt wird. Dieser hier ist für den Pluspol. Da nehme ich jetzt die Schraube und den O-Ring. Die Schraube schraube ich praktisch bis zum Ende vom Gewinde, damit ich das, den Draht nicht ins Gewinde reinkriege. Halte das hier praktisch fest und gehe mit dem Draht unten
ein paar Mal um den Pol rum. Schön fest, dass es hält. Passt dabei nochmal auf, dass ich nicht das Gewinde erwische und schraube die Schraube jetzt fest. Damit ist der erste Pol befestigt. Jetzt nehme ich den O-Ring und setze den auch drauf. Den kann man auch vorher schon unten haben und dann hochziehen. Ich mache das lieber so. Nimm das wieder ein bisschen runter. So, den hier, den brauche ich nicht mehr und den drehe ich praktisch an der Schraube ab. Die ist normalerweise knapp, klappt das ganz gut. Ah, besser. Das Schöne dabei ist, auch den Tipp habe ich von iGadget, du hast hier nichts mehr überstehen, das Kabel ist weg, wenn man mit der Schere beigeht, kann er noch ein bisschen überstehen. So, und jetzt nehme ich, guck nochmal, dass meine Schnüre richtig sitzen. Passt das gegebenenfalls nochmal ein bisschen an. Und nehme den Fixierring. Den schon mal ein bisschen fest. Ah, jetzt fällt mir auf, ich habe die zweite Schnur nicht verwendet, weil ich eigentlich erst das normale Video machen wollte mit der normalen Wicklung. Das ist jetzt auch die normale Wicklung. Die Pufferwicklung kommt dann als nächstes. Nehmen das Kabel ein bisschen den Anschluss ein bisschen hoch. Jetzt gucke ich, wie unten die Glasfaserschnüre sind und schneide sie praktisch auf Höhe des O-Rings ab. Andere Seite auch. Da werde ich mir noch mal eine bessere Schere holen. So, und jetzt sehe ich, dass die hier bei dem O-Ring abschließen. Das ist dann auch genau richtig. Dann nehme ich den Boden. Pass auf, dass die Schnüre unten schön drin sind und setze den dann gerade auf. Das ist bei den Feingewinden wichtig, dass man sich da nicht verhakt. So, den schraube ich jetzt so weit, dass mein Pluspol unten einen halben Millimeter rausguckt. Das wird zum Ende hin auch ein bisschen schwerer, dann weiß man, dass man da unten angekommen ist. Ja, noch ein bisschen. Das ist halt eher wichtig. Wenn ihr jetzt mit anderen Aufsätzen arbeitet, also mit anderen Akkuträgern, dass ihr da einfach die richtige Höhe nehmt, die für den Akkuträger die richtige für den Kontakt ist. Jetzt habe ich hier ja noch das eine, den einen Anschluss. Den schraube ich jetzt einfach mit dem Ring, mit dem Fixierring fest. Und mache den ab. So, nun ist die Wicklung fertig. Nehme jetzt schon mal den Akkuträger, setze den auf, nehme dann ein bisschen Liquid und träufle das praktisch auf die Glasfaserschnur, oben ein bisschen drauf, an der Seite nochmal. Bisschen. So, und dann gucke ich, ob er funktioniert. Das macht er. Das ist dann in Ordnung. Jetzt nehme ich den Tank,
schraube den auch auf und schön fest, wie bei allen Sachen. Nehme dann das Mundstück mit der Flussregulierung, setze den auch auf. Und jetzt kann ich Liquid reinfüllen. Bei mir muss ich ein bisschen aufpassen wegen dem Riss im Töpfchen. Da weiß ich nicht genau, ob das so ein bisschen mit dem Fluten zu tun haben könnte, dass der Riss da drin ist. Ich nehme dann die Abschlusskappe. Den O-Ring. Und die Fixierung. Ja, und bin dann fertig. Das war es jetzt erstmal mit der ersten Wicklung. Es folgen wahrscheinlich ja noch zwei Stück. Mal sehen, ob mir das gelingt und ob ich noch genug Widerstandsdrähte und ähnliches habe, denn ich habe eben schon mal einen Fehlversuch gehabt. Ja, ich hoffe, das Wickelvideo hat euch gefallen. Es gibt ja schon einige im Netz. Ich hatte einfach selbst beim Gucken einige gute gefunden. Mir fehlte dann aber immer ein bisschen was oder es war nicht deutlich genug zu sehen. Ich hoffe, das ist hier nicht so der Fall. Viele von den Wickeltipps habe ich auf jeden Fall von iGetcher69. Ich wollte ja eigentlich noch die Pufferwicklung und den Dual-Coil vorstellen, also zeigen, wie man die wickelt. Anbetracht meines gerissenen Keramiktöpfchens und nicht ganz genug von dem Material bestellt. Ich hatte zwar jeweils 2 Meter, ich habe aber auch ein bisschen rumprobiert. Man verliert bei dem Probieren auch mal ganz schnell die einen oder anderen 10 cm. Da warte ich jetzt eventuell doch nochmal, bis ich Nachschub kriege. Nicht, dass ich irgendwie alles verwickel und schön vorführe, aber dann nicht dampfen kann. Denn das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld und die Videos werden auf jeden Fall kommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, falls ihr den Odysseus jetzt habt oder ein Ayeti 1 wickelt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.